Ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem Thema ist noch relativ neu, zumindest im öffentlichen Dialog, in der öffentlichen Debatte und für mich selbst so öffentlich auch. Und wie einige hier bestimmt mitbekommen haben, es ist, wie gerade auch schon angekündigt, gerade im Zusammenhang mit einer Veranstaltung im März so hochgekocht, als ich mich mit Lori Penny gestritten habe. Vorher haben sich aber auch schon WissenschaftlerInnen mit dem Thema beschäftigt. Da würde ich vor allem Liliana Radonitsch von der Uni Wien nennen, die schon 2004 zur friedfertigen Antisemitin geschrieben hat und die Debatte da auch in entscheidenden Punkten geprägt hat. Und gerade im Hinblick auf die Albertus-Magnus-Professur Butlers hier an der Uni Köln müssen die Dinge einmal mehr beim Namen genannt werden. Und dabei geht es nicht nur um Butler, sondern um all die ApologetInnen, die mit ihrem Hass auf Israel bereit sind, sich mit misogynen, LGBT-hassenden und freiheitsverachtenden Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah zu verbünden und denen trotzdem die Bühne geboten wird, wie eben auch hier an der Uni Köln. Ich möchte aber zunächst anders beginnen. Ich saß vor kurzem in einem Uniseminar zur Queer Diaspora, in der es explizit um queere Lebensweisen und Migration bzw. Flucht ging. Und als nach den ersten Verständnisfragen im ersten thematischen Redebeitrag Israel und das sogenannte Pinkwashing problematisiert wurden, nickten einige wissend, anderen war es gleichgültig, eigentlich dem Großteil des Kurses. Und es war ihnen eigentlich egal, was dort gesagt wurde und wie schlimm das eigentlich ist. Und vermutlich war ihnen es auch gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist. Und meistens wäre eine Intervention an dieser Stelle notwendig, aber in einem Umfeld wie einem queer-feministischen Seminar ist es meistens schwierig, was zu sagen, um Israel in Schutz zu nehmen an dieser Stelle. Mit dem Begriff des Pinkwashing wird Israel seit geraumer Zeit vorgeworfen, sich mit seiner liberalen Haltung gegenüber der LGBT-Community vermeintlich zu brüsten und damit die Besatzung des Westjordanlandes zu verschleiern. Es ist also völlig egal, was Israel tut. Es ist falsch, wird als Negativbeispiel angeführt und einzige logische Konsequenz dieser Vorwürfe wäre also, jegliche öffentliche Unterstützung der LGBT-Community abzubrechen. Das wiederum dürfte aber jenen feministischen KritikerInnen ebenso nicht recht sein. Und in Anbetracht der Situation von Homosexuellen und Trans- und Interpersonen überall auf der Welt ist es doch absurd, dass in einem der wenigen für eben diese Personen sicheren Staaten Verschleierungstaktik vorgeworfen wird. Und das alles nur, weil Antisemitismus schwerer wiegt als der Kampf für das gute Leben. Und dass auch Feministinnen antisemitisch sein können, geschenkt. Das hat nicht erst Judith Butler mit ihren Äußerungen zu Hamas und Hisbollah, ihrer daran anschließenden Stellungnahme oder dem Buch Am Scheideweg gezeigt. Das Spannende am Diskurs über Feminismus und Antisemitismus ist es jedoch nicht, diese und jene in der Öffentlichkeit stehende Feministin als Antisemitin zu bezeichnen, was sicherlich auch notwendig ist, sondern zu untersuchen, an welchen Punkten ihr Antisemitismus nicht Produkt einer gesamten Ideologie ist, sondern explizit auf feministische Denkweisen zurückzuführen ist. Es bedarf an der Stelle zweierlei. Eine Analyse sowohl der feministischen Spezifika antisemitischer und antizionistischer Aussagen als auch einer Beobachtung aktueller feministischer Diskurse, wie sie gerade die Queer Theory mit ihrem Bedürfnis nach breit aufgestellten Bündnissen erzeugt hat. Eine Kritik des Antisemitismus muss sich folglich den historischen und aktuellen Momenten annähern, die eine Überschneidung feministischer Weltanschauung und antisemitischer Ideologie markieren und diese auch korrespondierende Charakteristika untersuchen. Ignoriert werden darf dabei aber auch nicht die Akzeptanz des Antisemitismus, wie sie in feministischen Bündnissen oft zur Policy gehört, was sowohl dem Bedürfnis nach einer breiten Bewegung geschuldet ist, aber auch von enormen ideologischen und auch personellen Überschneidungen zur Critical Rightness und zum Antirassismus herrührt. Ich will anfangen jetzt mit dem Bereich Feminismus. Mit der Frage, was ist Feminismus? Feminismus ist ein Kampffeld. Feminismus bedeutet einen ständigen Kampf um Deutungshoheit, um Geschichtsschreibung, um Definitionsmacht und darum Teil einer Gesellschaftsanalyse zu sein, mitgedacht zu werden und schreiende Ungerechtigkeit auch benennen zu können. Feminismus ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit
und muss Teil einer ganzheitlichen Gesellschaftsanalyse und Kritik sein. Ohne Geschlechterverhältnisse, patriarchale Strukturen und neue Erkenntnisse und Theorien über Gender einzubeziehen, kann eine gesellschaftliche Veränderung oder das Streben nach jener nicht möglich sein. Genauso wenig kann die Lebensrealität von schwarzen Frauen, von Frauen mit Behinderung, von alleinerziehenden Frauen, von lesbischen Frauen, von Trans- und Interpersonen oder anderen von mehrfacher Diskriminierung, marginalisierten und betroffenen Frauen ignoriert und die Existenz von hegemonialer Männlichkeit außer Acht gelassen werden, wenn gesellschaftliche Missstände untersucht werden. Die Notwendigkeit von feministischer Überzeugung ist nicht nur Grundlage einer Gesellschaftsanalyse, sondern ebenso auch Grundlage meiner Überlegungen in diesem Vortrag. Und prinzipiell verstehe ich Feminismus als einen der Grundpfeiler progressiver Allianzen. Als Gedankengerüst, das eine Veränderung, Verbesserung der Gesellschaft zum Ziel hat. Und für umso wichtiger erachte ich es, ihn und seine VertreterInnen aufs Schärfste zu kritisieren und vor bedingungsloser Selbstkritik auch nicht Halt zu machen. Ich werde im Folgenden deshalb versuchen, einen antisemitischen Faden in feministischer Theorie, in Aktionismus, personell und in Allianzen historisch zu verfolgen. Der Blick auf feministische Theologie verrät vor allem, dass die anderen theologischen Überlegungen in nichts nachsteht und nicht nachstand. Auch nicht in der antijudaistischen Überzeugung, im Judentum den Ursprung allen Übels zu finden, was unter anderem auch im Mittelalter schon zu Pogromen gegen Jüdinnen und Juden geführt hat. Der feministischen Theologie liegt die Differenz feministische Annahme zugrunde, dass es einen klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Teils werden matriarchale Bestrebungen angeführt, in denen Frauen sich nicht nur von Männern biologisch und psychisch unterscheiden, sondern ihnen auch überlegen sein sollen. Die feministischen Theologinnen und allen voran sei dort genannt die Katholikin Gerda Weiler und die Protestantin Christa Mulack, suchten also innerhalb der Theologie nach dem Ursprung des Patriarchats und waren sich darüber hinaus einig, dass sie im Judentum den Inbegriff des Patriarchats gefunden hätten. Man findet bei Weiler die Behauptung, es habe vor 5000 Jahren ein weltumspannendes Matriarchat gegeben, das vom auserwählten Volk der Juden zerstört wurde. Und Christa Mulack, die Protestantin, bezeichnet Jahwe, also den Gott Israels im Tanach, als Mörder der Göttinnen. Damit haben in diesem Denken Juden nicht nur Elend über die Frauen gebracht, sie seien dadurch menschheitsgeschichtlich schuldig geworden und hätten dadurch das Unglück auch über sich selbst gebracht. Was, wenn man es weiterdenkt, sich auch auf die Shoah beziehen lässt und mehr als problematisch ist. Was bei Betrachtung des Antijudaismus in der feministischen Theologie schon auffällt und was sich bis zur sogenannten legitimen Israel durchzieht, ist die Bandbreite an Legitimierungen, mit denen Äußerungen für gerechtfertigt erklärt werden. So findet sich sowohl bei Mulack als auch bei Weiler der Verweis auf eine bloße, unschuldige Patriarchatskritik. Man würde das Jüdische nicht kritisieren, weil man antisemitisch sei, sondern man wolle damit lediglich das Patriarchat benennen und bekämpfen. Und ihren KritikerInnen entgegneten sie, dass lediglich Antipatriarchalismus mit Antisemitismus verwechselt werde und wer das nicht richtig einordnen könne, würde zeigen, wie sehr er oder sie selbst noch in patriarchalischen Ketten läge. Also Zusammenfassung des Ganzen, das hat nichts mit Judentum zu tun, sondern es geht nur ums Patriarchat. Ich sagte eingangs, dass Feminismus ein Kampffeld sei und dass auch Geschichtsschreibung Herrschaftsverhältnissen untergeordnet ist. Und bis vor einiger Zeit habe ich Vorträge und Seminare über feministische Bewegung oder erzielten Fortschritt die Zeit zwischen 1933 und 1945 wie selbstverständlich ausgelassen, dazu betreten, geschwiegen. Es hätte schließlich keinen Fortschritt gegeben, Frauen seien unterdrückt gewesen und der deutsche Feminismus setzt in diesem Denken erst mit dem Kampf für den Artikel 3 im Grundgesetz 1949 wieder ein. Und damit bin ich auch bei weitem nicht die Einzige. Ich erlag vielmehr der Mehrheitserzählung über Frauen im Nationalsozialismus.
Das Bild, das vermittelt wird, ist das der Frau als passives Opfer. Es ist ein Bild der Verbote und der Unterdrückung. Dieses Bild blieb konstant von Generation zu Generation von Frauen weitergegeben und reproduzierte sich jenseits von dem bestehenden Wissen über KZ-Aufseherinnen und sadistische Fürsorgerinnen. Aber Erzählungen dienen auch immer einem besonderen Zweck. Frauen als Opfer des Nationalsozialismus darzustellen, hebt sie aus ihrer Verantwortung für das Geschehene, für das Künftige und für eine Auseinandersetzung, wie wir sie jetzt führen. Und es ist ein bisschen schade, dass ich meine Präsentation nicht habe. Ich werde an der Stelle jetzt in drei Bereiche aufteilen. Als erstes spreche ich über die Rolle der Frau im Nationalsozialismus, als zweites über Frauenbewegungen im Nationalsozialismus und als drittes über den Umgang nach 1945. Schaut man sich jetzt zu den Frauen im Nationalsozialismus, schaut man sich NS-Propaganda genauer an, erkennt man, dass der Frau eine zentrale Rolle zukam, die sie vorher auch nie in diesem Maße innehatte. Die Frau als diejenige, die das Wohl der Nation im Schoß trägt, der arischen Nation, die dem Führer arische Kinder schenkt und die als Ehefrau und Mutter der nationalsozialistischen Idee dient und die Mutter der Herrenrasse ist. Aber auch jenseits der reproduktiven Funktion der Frau im System machten Frauen Karriere und waren wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. Und wenn man den Aufzeichnungen Gisela Bocks folgt, kann man konstatieren, dass die KZ-Aufseherinnen genauso sadistisch und grausam waren wie die männlichen Täter in ähnlicher Funktion. Und das können wir auch an den Todesmärschen deutlich machen. Als keine Befehle mehr von oben kamen, trieben die Aufseherinnen die Häftlinge auf die Todesmärsche. Sie schlugen sie, sie erschossen sie, sie erschlugen sie. Sie brachten sie bis in den Tod. Obwohl sie keine Befehle mehr von oben bekamen. Die Ehefrauen der SS-Offiziere und der KZ-Aufseher beuteten die Häftlinge aus, nahmen ihnen den letzten Rest und schrieben in ihren Briefen von dem guten Leben neben den Schornstein. Im Kleinen agierten die Fürsorgerinnen, was heute der Bereich der sozialen Arbeit ist. 1933 gab es die ersten Berufsverbote im Bereich der Fürsorge für nicht-arische Frauen und es gab keinen Aufschrei. 1934 waren alle jüdischen Fürsorgerinnen aus dem Berufsfeld verschwunden. Das Arbeitsfeld wurde umgestaltet und durch eine sogenannte erbbiologische Bestandsaufnahme wurde das Berufsfeld neu gegliedert. Das alles wurde durchgeführt von den Fürsorgerinnen selbst. In dem Feld haben zu der Zeit nur Frauen gearbeitet, mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Sie haben es selbst organisiert und durchgeführt. Und die Mär der Frau, die nur das tat, was man ihr auftrug, ist an dem Punkt einfach auch nicht mehr haltbar. Ich will zusammenfassen, Karriere war für Frauen möglich, auch im Nationalsozialismus. Selbstverständlich ist das Patriarchat nie ausgehebelt worden, doch nichtsdestotrotz, es war nicht das charakteristische Merkmal der Vernichtungsideologie. Jetzt zum zweiten Teil, den ich genannt habe, zur Frauenbewegung im Nationalsozialismus. Ich glaube, dass erst in den letzten 10 Jahren Frauen im Nationalsozialismus zum Forschungsgegenstand wurden. Ihre Mitarbeit und Mittäterinschaft konnten zwar nicht ignoriert werden, doch wurde ihre Rolle in der vermeintlichen Bearbeitung oder Aufarbeitung nach 1945 zunehmend entpolitisiert, als seien Frauen keine mündigen Wesen gewesen, als hätten sie von ihrer Umwelt nichts mitbekommen. Der NS wird als Männersystem gelehrt, Frauen werden auf eine Mütter- und Ehefrauenrolle reduziert. Die Verleumdung und Relativierung ihrer Täterinnenschaft führt letztlich nur dazu, dass Mütter und Großmütter nicht hinterfragt werden mussten und höchstens als Zeitzeuginnen für diese Zeit aufgeführt werden. Doch wenn wir uns konkret die Frauenbewegung der 20er, 30er, 40er Jahre anschauen, sehen wir zum Beispiel Lydia Gottoszewski, die 1929 der NSDAP beitrat, Bundesführerin des Bundesdeutscher Mädel war und unter anderem auch Verfasserin der Schrift
Männerbünde und Frauenfrage die Frau im neuen Staate war. Sie wurde 1933 mit der Gleichschaltung aller 230 bürgerlichen und christlich-religiösen Frauenorganisationen beauftragt. Jüdische Frauenbewegung, sozialistische, proletarische Frauenorganisationen wurden ausgelöscht. Und das nicht, weil sie Frauenorganisationen waren, sondern weil die Frauen Sozialistin, Proletarierin, Kommunistin und Jüdin waren. Sie wurden gejagt und ermordet. Alle anderen Frauenorganisationen schienen lediglich geringe Probleme damit zu haben, Jüdinnen aus ihren Reihen zu verstoßen. Die Gleichschaltung fand statt. Sie befreiten sich vom sogenannten jüdisch-marxistischen Geist und gingen problemlos in die NS-Organisation über. Ihre Ideologie bestand aus einer pauschalen Schuldzuweisung an eine homogenisierte Gruppe der Männer, dass diese die Schuld daran trügen, dass man unter Judenherrschaft leben müsse. Damit sei das Patriarchat Hauptvoraussetzung für die sogenannte Judenherrschaft. Antisemitismus war eine der bindenden Ideologien innerhalb dieser Frauenorganisation. Dazu habe ich ein Zitat von 1926 von einer österreichischen Autorin, die in einer Jugendzeitschrift schrieb, ich zitiere, nicht jede von uns wird gleich das Leid, die Schmach unseres Volkes in seiner ganzen Größe erfassen. Nicht jede das soziale Elend bis in seine letzte Ursache durchschauen. Eines aber fühlt jede von uns. Eines wird sie nie vergeben und vergessen. Wenn man ihre Frauenwürde, ihre Mädchenehre verletzt. Wenn wir auch nur die mindeste Ahnung von der verheerenden Wirkung des Judentums im Wirtschaftsleben hätten, nichts von seiner Zerstörertätigkeit auf allen kulturellen Gebieten wüssten, müssten wir nicht schon aus diesem einen einzigen Grund heraus Feinde des Judentums, Antisemitinnen sein. Zitat Ende. Für sie gilt also, dass ihre Frauenehre es gebiete, Antisemitin zu sein. Die Tatsache, dass innerhalb der Frauenorganisation Aufgaben der Propaganda und Erziehung verteilt wurden, zeigt, welche wichtige Rolle Frauen im ideologischen Erhalt des Systems eingenommen haben. Ich komme jetzt zum dritten Teil, den ich gerade angeführt habe, zur Aufarbeitung bzw. Bearbeitung nach 1945 in der Frauenbewegung. Wir können festhalten, dass die Rolle der Frau oder besser das Merkmal Weiblichkeit nicht die maßgebliche Täter-Opfer-Linie darstellt und die Rolle der Frau im Nationalsozialismus muss eine ideologisch überhöhte war. Die arische Frauenbewegung war organisatorisch in die Abläufe des Systems eingebunden. Sie hatte Spielräume und nahm eine entscheidende Rolle in der Reproduktion antisemitischer Ideologie ein. Trotzdem wird ein Bild von deutscher Frauenbewegung weitergegeben, das das Leid jüdischer und sozialistischer Frauen auf sich projiziert, sich selbst zum Opfer des Systems macht und Täterinnenschaft nicht oder nur rudimentär thematisiert. Die dominante Erzählung von Frauen im Nationalsozialismus macht sich die Geschichte der Jüdinnen und Sozialistinnen zu eigen, kreiert damit einen Opfermythos, der sogar noch jenseits von nichts gewusst oder Mitläuferinnentum funktioniert. Dadurch, dass es keine Auf- bzw. Bearbeitung der Rolle der Frauenbewegung und der Täterinnen gab, wurden antisemitische Positionen größtenteils übernommen, auch nach 1945. Es fand keine Abgrenzung statt und es wurde auch nicht reflektiert, was für eine prominente Position die Thesen zur sogenannten Judenherrschaft in dieser Ideologie der Frauenbewegung hatten. Das Ganze gewinnt an Absurdität, dieser ganze Prozess der Freisprechung, wenn man sich die Schrift Die friedfertige Frau von Margarete Mitscherlich, die bis heute als eine der größten Psychoanalytikerinnen Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum gilt, wenn man sich die anschaut. Mitscherlich behauptet auf der einen Seite, Frauen hätten während des Nationalsozialismus enorme Verantwortung in der Heimat übernommen. Was Verantwortung der Heimat heißt, wissen wir alle. Es heißt Plünderung von jüdischen Geschäften, Übernahme von Wohnungen jüdischer Mitbürgerinnen, Denunziation jüdischer NachbarInnen und Unterstützung der Kriegsindustrie. Für Mitscherlich zählt allerdings nur die Verantwortung, die von Frauen übernommen wurde, und sie konstatiert im gleichen Atemzug, dass die weibliche Moral zu
kritischeren, objektbezogeneren Einschätzungen neige und Frauen daher eine friedlichere Gesellschaft erbauen könnten. In der gleichen Schrift über die friedfertige Frau, die von 1985 ist, stellt Margarete Mitscherlich die These auf, Frauen seien zu Antisemitismus gar nicht in der Lage. Antisemitismus und Aggression entstünden durch den Kastrationskomplex, den Frauen nicht haben könnten, sodass sie zu aggressivem Verhalten nicht in der Lage seien. Damit stellt Mitscherlich als einzige die These auf, dass Frauen zu Antisemitismus gar nicht in der Lage sind. Und sie sagt, wenn Frauen doch antisemitisch seien, dann seien sie es nur aufgrund von Identifizierung mit dem männlichen Aggressor, dem sich Frau aus Angst vor Liebesverlust anpassen würde. Die Frau soll also laut Mitscherlich auf der einen Seite Verantwortung übernommen haben und auf der anderen Seite nur in Momenten von Liebesverlust oder in Momenten von Angst vor Liebesverlust handlungsfähig gewesen sein. Eins gilt aber für alle Theoretikerinnen oder für nahezu alle Theoretikerinnen dieser Zeit. Frauen funktionieren in diesem Denken nur als Ergänzung zum aggressiven soldatischen Mann und sie sind der Barbarei nur in Komplizinnenschaft unterstellt. Auch bei Zeitgenossinnen Mitscherlichs taucht die Frau lediglich als unmündiges Wesen auf und die Darstellung und die Bearbeitung der faschistischen Vergangenheit werden dadurch eigentlich obsolet in diesem Denken. Und ein ebenso wichtiger Bestandteil jener geschichtsrevisionistischen Betrachtung ist die Unsichtbarmachung von weiblichen Widerstandskämpferinnen. Denn jede Frau, die das System bekämpft hat, sei es auch nur, indem sie ihren jüdischen Ehemann versteckt hat oder geschützt hat, hätte die Lüge in Frage gestellt, dass es keine Möglichkeit der freien Entscheidung gab. Kaum eine Widerstandskämpferin ist zur Identifikationsfigur einer Frauenbewegung nach 1945 geworden. Schließlich hätten sie die Lücken im System offenbart. Und ich halte den Umgang mit der Shoah für einen elementaren Teil der Kritik, die geübt werden muss und die auch nun Teil einer Auseinandersetzung sein muss. Der Blick auf die Abgrenzung zur familiären Vergangenheit oder die ideelle Flucht nach links der 1968er beinhaltete nach der anfänglichen Begeisterung für den neuen Underdog unter den Staaten nicht nur radikal regressive Kapitalismuskritik und schließlich auch nach dem ersten Krieg Israels einen anmaßenden antiimperialistischen Hass auf Israel, sondern reproduzierte antisemitische Stereotype, die nun nicht länger auf die Juden oder das Jüdische bezogen wurden, sondern auf den jüdischen Staat, auf Israel. Und Charlotte Kohnlei hat einen Sammelband rausgegeben, der heißt der feministische Sündenfall, 1994 erschienen, und sie trifft es mit dem Namen ihres Essays eigentlich, trifft sie den Kern des Problems der 68er. Sie schreibt, antisemitische Mütter, antizionistische Töchter. Aus dem Antisemitismus der Mütter wurde ein Antizionismus und Hass auf Israel. Und es war 1967 der Sechstagekrieg, der Öl ins Feuer der deutschen Linken goss und aus dem israelischen David einen Goliath machte. Und ich glaube, an der Stelle, um wieder auf das Vortragsthema zurückzukommen, schauen wir uns die feministische Theorie der 68er genauer an. Der Feminismus dieser Zeit bestand aus dem Kampf um die sexuelle Revolution, um Selbstbestimmung und autonome Organisationen in Frauenräumen und in lesbischen Räumen. Zum ersten Mal machten die politische Situation der politischen Linken in Deutschland um den SDS und die männliche Dominanz autonome Frauenorganisationen nötig, wodurch die Abgrenzung männlich-weiblich umso radikaler wurde. Der Geschlechterunterschied wurde zu einer Einordnung von Macht und Ohnmacht oder eben auch von im Patriarchat Unterdrückten, im Patriarchat Unterdrückenden.
1988 ging die feministisch-theologische Zeitschrift Schlangenbrut so weit, von einem Holocaust gegen Frauen zu sprechen. Holocaust als Superlativ des Grauens, dessen Verwendung allerdings die Shoah relativiert und den Opfermythos von Frauen oder über Frauen reproduziert. Und immer öfter wurde in dieser Zeit von den neuen Juden gesprochen, womit Frauen gemeint waren, beziehungsweise womit strukturelle Unterdrückung von Frauen gemeint war. Israel wurde als imperialistisch und kapitalistisch gelabelt, als Inbegriff der Unterdrückung gesehen, und die Friedensbewegung in Deutschland, die ebenfalls auch weiblich geprägt war, organisierte unter anderem während des Sechstagekrieges 1967 oder zum Yom Kippur-Krieg 1973 Demonstrationen gegen den Kriegstreiber Israel. Merkwürdigerweise fanden diese Friedensdemonstrationen oft vor Synagogen statt, was es schwierig macht, den Antizionismus, der dem Antisemitismus immanent ist, zu ignorieren oder ihn an dieser Stelle nicht zu erwähnen. Und so unterschiedlich verschiedenste feministische Strömungen der 60er, 70er, 80er Jahre auch gewesen sein mögen, eines hatten sie gemeinsam: ihren getarnten Antisemitismus, der zu einem Pauschalangebot der deutschen Frauenbewegungen wurde. Ich komme an dieser Stelle mit dem Verweis nochmal auf Demonstrationen, die vor Synagogen stattfanden, was natürlich nichts mit Antisemitismus zu tun hat, wenn man die fragt, auf das Bild von David und Goliath zurück. Wenn man auf den Nahostkonflikt schaut, sieht man auf der einen Seite einen großen bewaffneten Staat, der eine Mauer gebaut hat, der Checkpoints errichtet hat. Und auf der anderen Seite sieht man die Kids mit Steinschleuder, die eben jene bewaffneten SoldatInnen angreifen oder diese Checkpoints bewerfen. Ganz banal gesagt, es ist verdammt einfach, sich mit diesen Jungs, mit ihrer Kufir zu solidarisieren. Denn der Konflikt wirkt beim Blick auf diese eine verkürzte Situation so einfach. Es kämpfen Unterdrückte gegen den Unterdrücker oder gegen ihre Unterdrückung. Und sie wirken machtlos. Es muss ein linker Reflex sein, sich hier vorschnell auf eine Seite zu stellen. Ignoriert man den Rest der gesamten Region? Ignoriert man den internationalen Umgang mit Israel? Ignoriert man die ständige Bedrohung dieses Staates? Aber gerade in einer feministischen Auseinandersetzung, in der so sehr zwischen Unterdrückern und Unterdrückten unterschieden wird, solidarisiert es sich einfach mit den Ohnmächtigen dieser Welt. Und ich glaube, damit ist auch schon ein Anknüpfungspunkt oder einer der wichtigsten Anknüpfungspunkte einer neuen feministischen Theorie beschrieben. Denn die Ergänzung einer Analyse um Diskriminierungsmechanismen in einem Intersektionalitätsdiskurs ist maßgeblich für die Entwicklung seit den 1990er Jahren. Neben der Erweiterung der Analyse um beispielsweise die Kategorien Class, Race oder Body kam zusätzlich eine Internationalisierung des Diskurses hinzu. Die Übertragung, der Austausch konnten schneller organisiert werden, fanden in verschiedenen Foren statt und der akademische Diskurs entwickelte sich rasant. Während ich mich also gerade oder bis gerade vor allem auf Deutschland, vornehmlich auch auf die Bundesrepublik bezogen habe, kommen nun mit Beginn des Queer Theory internationale AkteurInnen hinzu. Die Queer Theory kann vor allem auf beispielsweise Gender Trouble 1990, Bodies That Matter 1993 von Judith Butler und vielleicht noch auf einige vorangegangene Werke, wie zum Beispiel Thinking Sex und 1986 von Gayle Rubin zurückgeführt werden. Ziel dieser Theorie ist es, Sex, Gender und Desire als Konstrukt zu begreifen und die heterosexuelle Matrix, in der Frauen sich auch als Frauen inszenieren und Männer begehren zu müssen und natürlich auch andersrum, dass Männer sich auch als Männer inszenieren müssen und Frauen begehren müssen, das als Machtverhältnis zu begreifen. Die Queer Theory ist im Poststrukturalismus verortet, was sie nicht nur fassbarer macht ideologisch, sondern auch ihre Aktionsformen erklärt.
Denn aufbauend auf jene Ideologie sollen neue Formen gefunden werden, Protest bzw. Meinungsäußerung zu organisieren. Dabei geht es explizit um eine neue Bündnispolitik, in der für einzelne politische Anliegen Allianzen gegründet werden, die auch vollkommen diverse AkteurInnen zusammenbringen können. Ziel ist es dabei aber nicht, Differenzen zu diskutieren, sondern gemeinsam für eine Sache zu arbeiten und sich für andere Thematiken wiederum zu neuen Bündnissen zu formieren. Selbstverständlich darf an dieser Stelle der Name Judith Butler nicht fehlen, wenngleich ich schon eingangs sagte, dass es nicht primär darum geht, diese und jene Feministin als Antisemitin zu labeln. Aber ich glaube, an dieser Stelle kommen wir um den Namen Judith Butler auch nicht herum, auch gerade wenn wir uns die Korrelation von Ideologien anschauen. Weil gerade auch der Aspekt neuer Bündnisse im Fall Judith Butlers offensichtlich ist, wenn sie zum Beispiel von Hamas und Hezbollah als soziale Bewegung spricht, wenn sie diese in einer globalen Linken verortet und damit in dieser die Feinde meines Feindes sind meine Freunde Argumentation verfällt. Und das hat sie rückblickend auch nicht abgeschwächt, sondern eher verstärkt. Verbündet mit den Feinden Israels, die ihrer feministischen Ideologie konträrer nicht sein könnten, wenn wir mal auf Hamas und Hezbollah schauen, möchte sie also den jüdischen Staat kritisieren. Antisemitismus in aktueller feministischer Debatte zeigt sich nicht mehr als purer Antisemitismus, er zeigt sich als Antizionismus, als vermeintlich legitime Kritik am Staat Israel. Er zeigt sich in einer die Umstände ignorierenden Kritik an Siedlungen und in seiner größten Verlogenheit im Anbiedern an Hamas und Hezbollah, die antisemitische Vernichtungsideologie hinnehmend, die Unterdrückung von Frauen umdeutend. Was ich festhalten möchte, ist an dieser Stelle die offensichtliche Korrelation, die im Queer-Feminismus Butlers theoretisch festgehaltene Bildung von Allianzen führt hier zur Verbündung mit antisemitischen Regimen und Gruppen, die Israel vernichtet sehen wollen. Schauen wir uns feministische Gruppen und Bündnisse heute an, ist eines der wesentlichen Merkmale die intersektionale Herangehensweise, in der mehr als nur Sex und Gender Teil der Analyse sind und in der man sich von jeglicher Unterdrückung distanzieren möchte. So findet sich in jeder Selbstdefinition nicht nur gegen Patriarchat und gegen LGBTIQ-Feindlichkeit, man verortet sich auch zum Beispiel gegen Rassismus und man versucht sich ganz offensichtlich zu in mehreren Schnittstellen innerhalb einer progressiven Linken zu verorten. Und genauso wird da auch deutlich, dass Feminismus nicht jenseits von anderer politischer Sozialisation gedacht werden kann. Und in jeder dieser Aufzählungen distanziert man sich auch von Antisemitismus. Man sei gegen Antisemitismus und obwohl es fester aus meiner Sicht eher auswendig gelernter Bestandteil dieser Aufzählungen ist, glaube ich kaum, dass viele der Gruppen, Bündnisse und Personen sich damit auseinandergesetzt haben, wie Antisemitismus funktioniert oder wie er sich von anderen Diskriminierungen unterscheidet oder wie auch intersektionale Diskriminierung von jüdischen Frauen beispielsweise aussieht. Antisemitismus wird immer mitgenannt. Und trotzdem gehört Antizionismus zu einem Pauschalangebot einer globalen Linken. In Bündnissen wird er kaum angesprochen oder diskutiert. Oder, um es an dieser Stelle zu polemisieren, niemand würde ein Bündnis aufgrund oder um der Juden willen aufgeben. Gerade feministische Bewegungen profitieren momentan in Deutschland von zunehmender Aufmerksamkeit und Reichweite. Versuchen Sie doch, Feministinnen mit unterschiedlichen politischem Hintergrund zusammenzubringen. Und der Grundkonsens dabei ist lediglich Feminismus. Man wittert also die Chance, mehr Einflussnahme zu gewinnen, je größer und diverser Bündnisse werden. Und gerade in einer andauernden Unterdrückung wie dem Patriarchat, dessen Gesicht sich zwar verändert, dessen Unterdrückung aber stetig ist und
werden Foren zunehmend auch genutzt, um andere politische Forderungen dort in demselben Kontext irgendwie einzugliedern. Wie zum Beispiel Rufe auf dem Frauenkampftag, Free Palestine, Free All Women. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auf intersektionale Unterdrückung von Frauen aufmerksam macht. Es ist nur die Frage, ob dieses Free Palestine wirklich das meint, was ich an dieser Stelle auch meinen würde, nämlich, dass palästinensische Frauen von der Hamas befreit werden müssen. Und umso deutlicher wird hier der Hass auf Israel, der zu jedem Anlass auf die Straße getragen wird und der oft schweigend akzeptiert wird. Sowohl in Bündnissen, die auf die Straße gehen, aber zum Beispiel auch im Online-Aktivismus, wie wir ihn heute vermehrt sehen, wird dieses Phänomen deutlich. Den Anfang macht zum Beispiel der erste Hashtag, den wir in Deutschland in diesem Online-Aktivismus hatten. Das war der Aufschrei im Januar 2013. Unter diesem haben Frauen über ihre Sexismus-Erfahrungen berichtet. Zum Beispiel wird Online-Aktivismus auch in antirassistischen Kontexten genutzt, wie zum Beispiel unter dem Hashtag Schau hin, unter dem über Alltagsrassismus getwittert wurde. Aktivismus über Twitter und andere sozialen Medien birgt meistens eine Gefahr. Man kann nicht kontrollieren, wer diesen Hashtag nutzt und auch nicht, wie er genutzt wird. So wurde zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln, die Resolution ausnahmslos veröffentlicht. An der haben viele bekannte Feministinnen mitgeschrieben und auch in der Selbstbeschreibung von ausnahmslos tauchte gegen Antisemitismus auf. Und ich halte es auch für extrem wichtig, den deutschnationalen Neufrauenrechtlern, wie sie danach plötzlich da waren, etwas entgegenzusetzen. Aber je mehr man das getan hat, und ich formuliere es vorsichtig, desto diverser ist eben auch jenes Bündnis ausnahmslos geworden. In diesem taucht unter anderem bei den Autorinnen der Name Kypra Gümüşay auf, die laut Selbstbezeichnung Journalistin, Autorin, kopftuchtragende Muslima und Feministin ist, die zum Beispiel 2014 auf ihrem Blog mehrfach auf den Hashtag Gaza under attack verwies, die in einem anderen Artikel von Rassismus der weißen Israeliten spricht und die auf allen Kanälen, die sie so bedient, also ihrem Blog, Twitter und Facebook, vom Rassismus des Staates Israel spricht. Neben den Autorinnen waren unter den Unterstützenden der Ausnahmslos-Kampagne unter anderem auch die Namen Lori Penny und Angela Davis zu finden, die sogenannte legitime Israel-Kritik bis aufs Ärgste ausreizen. Angela Davis, die antirassistische Bürgerinnenrechtlerin, hielt unter anderem im Januar 2014 in London einen Vortrag, in dem sie Israel als Apartheidstaat bezeichnete, in dem sie Israel mit Südafrika verglich und Unterstützung für die BDS-Kampagne forderte. Und in diesem Vortrag sagte sie unter anderem auch den Satz "Support BDS and Palestine will be free". Zur Erklärung, BDS heißt ausgeschrieben Boycott, Divestment, Sanctions, wurde von palästinensischen Nichtregierungsorganisationen gegründet und mittlerweile hat es in vielen Ländern viele prominente UnterstützerInnen. Viele unterstützen mittlerweile auch den Academic Boycott, mit dem israelische WissenschaftlerInnen ausgeschlossen werden sollen. BDS ist der Inbegriff neuer antisemitischer Hetze gegen Israel und man sagt eben nicht mehr, kauft nicht beim Juden. Man sagt stattdessen, kauft nicht diese und jene jüdisch-israelischen Produkte. Wo das aber hinführen soll, sagen BDS auch ganz deutlich. Sie wollen den jüdischen Staat auslöschen. Und ich habe auch den Namen Lori Penny genannt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, irgendwie, warum ich hier vorne stehe, weil ich mich mit Lori Penny ein bisschen in die Haare bekommen habe. Und deshalb möchte ich auch auf sie nochmal ausführlicher eingehen, weil ich glaube, dass sie der Inbegriff dieses Klischees an sogenannter Israel-Kritik ist. Lori Penny wurde 1986 in London geboren, ist Autorin unter anderem der Bücher Fleischmarkt und unsagbare Dinge und bezeichnet sich als sozialistische Feministin.
Genau, um deutlich zu machen, warum Lori Penny so sinnbildlich für diese Debatte steht, will ich auch persönlicher ausholen. Ich habe Lori Penny 2013 kennengelernt, als wir am Internationalen Frauenkampftag auf einem Podium der Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam saßen. Außer uns war dort noch die indische Frauenrechtlerin Urvashi Bhutalia. Und das Thema des Podiums waren die Gangrapes in Indien, die damals Öffentlichkeit bekommen haben. Das Thema, über das wir diskutiert haben, war Rape Culture. Und während wir dort diskutiert haben, ist ein Mann im Publikum aufgestanden, hat seinen antifeministischen Dreck Richtung Bühne gebrüllt, uns beleidigt, und es hat gedauert, bis man ihm das Mikro wieder wegnehmen konnte und bis die Veranstaltung überhaupt fortgeführt werden konnte. Ich sage das so ausführlich, weil das ein Moment des gemeinsamen Kampfes auch zwischen Lori Penny und mir war. Wir standen auf der gleichen Seite. Wir haben gemeinsam Beleidigung und Bedrohung pariert. Und unter anderem haben wir damals auch beide schon Online-Harassment, ständige Beleidigung und Bedrohung erlebt. In den Kommentarspalten, unseren Texten, in persönlichen Nachrichten. Und wer Feministin ist, lernt, was Solidarität bedeutet. Und das war ein Moment dieser Solidarität. Ich bin im März nach längerer Zeit zurück nach Deutschland gekommen und die Organisatorinnen des Frauenbarcamps in Berlin, das ist eine jährliche Veranstaltung, in der es um Feminismus geht, haben mich gefragt, ob ich zu Antisemitismus unter Feministinnen sprechen möchte. Für mich war dabei vor allem die Frage, die wir vielleicht auch nachher noch diskutieren können, wie viel Diversität man in Bündnissen ertragen muss, diejenige, die mich dazu gebracht hat, dort eben auch zu sprechen. Ich habe meinen Vortrag für das Barcamp angekündigt, unter anderem, indem ich sagte, ich möchte über neue antisemitische Phänomene sprechen, wie BDS, und über ihre Unterstützerinnen. In Klammern habe ich an der Stelle Lori Penny und Angela Davis genannt, was anscheinend die Verlegerin Lori Pennys in Deutschland gesehen hat, sodass es nur wenige Stunden gedauert hat, bis Lori Penny mich öffentlich über ihren Twitter-Account angeschrieben hat, dass ich erklären müsse, warum ich sie Antisemitin nenne, was ich an dem Punkt auch gar nicht getan hatte. Ich glaube, dass Streit über Twitter oder andere Medien nichts Besonderes ist, dass es täglich passiert, und gerade bei Twitter ist es auch eine der Stärken dieses Mediums. Was Penny aber wissen muss, ist, dass sie mir vom Account einer öffentlichen Person mit 130.000 FollowerInnen schreibt, ich habe 2.000 FollowerInnen, und ganz genau wissen muss, welche Wellen unkontrollierbaren Hasses das was sie damit auslöst. Und ich glaube auch, dass es irrelevant ist, ob wir Lori Penny nun als Antisemitin bezeichnen, ob wir sagen, dass sie nur antisemitische Äußerungen tätigt oder nur das Recht auf Boykott vertritt. Das muss man bei ihr auch gar nicht, seit sie von gehäuteten Bankern zum Beispiel gesprochen hat. Die Absurdität ihres Verhaltens muss man sich aber erstmal irgendwie klar machen. Sie als feministische Aktivistin, die A, der Unkontrollierbarkeit eines Mediums wie Twitter bewusst ist und die B, bis dato von einer breiten Solidarität und Unterstützung für andere Feministinnen sprach, sollte man doch meinen, dass sie einen sensibleren Umgang mit Kritik hätte. Sie, die auch schon mehrfach einem anonymen Mob vorgeworfen wurde und weiß, was Online-Harassment mit seinen Opfern macht. Was zeigt uns das? Kaum geht es darum, den eigenen Hass auf Israel zu verteidigen, ist Feminismus, das ideologische Bindeglied zwischen Lori Penny und mir, Nebensache und nicht mehr Basis von Kommunikation. Und ich spreche auch bewusst von Hass, weil sie den schon lange nicht mehr verschweigt. Es ging ja nie darum, zu verstehen, warum ich BDS kritisiere oder warum es für mich auch einer so fundamentalen Kritik auch an ihrer Position dort bedarf. Kann man das ein bisschen wegmachen? Dafür hätte es auch andere Kanäle gegeben in der Kommunikation zwischen Lori Penny und mir. Und es fühlt sich
umso absurder an, dass ich durch Berlin laufe, an Plakaten vorbeilaufe, auf denen ein Vortrag von Laurie Penny über Online-Harassment, der in Berlin stattfand, angekündigt wurde, während ich meinen Twitter-Account an einen Freund abgeben musste, weil ich die Bedrohung nicht mehr ausgehalten habe. Sie redet in Berlin über Online-Harassment, ich laufe in Berlin durch die Straßen und bin diejenige, die von ihr angegriffen wird und die sich vor dem Hass, den sie ausgelöst hat, kaum noch in Sicherheit bringen kann. Am gleichen Abend hat Laurie Penny noch einen öffentlichen Brief veröffentlicht an die deutsche Linke, die in ihrem Empfinden anscheinend einer zionistischen Verschwörung gleichkommt. Dieses unschuldig anmutende Pamphlet veröffentlichte sie auf Facebook am Abend vor dem Barcamp. Und auch darin zeigt sie eigentlich ein Musterstück in der sogenannten legitimen Israel-Kritik. Sie verweist unter anderem auf ihre jüdischen Wurzeln, als sei das eine Immunisierung gegen antisemitische Ideologie. Sie meint, der deutschen Linken, wer auch immer das sein mag, zu erklären, warum es als Deutscher gar keine andere Möglichkeit gäbe als Solidarität mit Israel, weil das ja nur Produkt unserer Geschichte sei. Und sie bedient sich an dieser Stelle eines Klischees des sekundären Antisemitismus, indem sie sich in der Dichotomie bequem macht, sie die Jüdin und auf der anderen Seite die Deutsche, als könnte das auch niemals zusammenspielen. Am Ende des Pamphlets macht sie auf kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und BritInnen aufmerksam und versucht damit Antisemitismus als Kulturphänomen abzutun. Ein Zitat nur aus ihrem offenen Brief. Ich zitiere: Ich bewundere die junge deutsche Linke für die Schärfe ihrer Selbstkritik, ihren Willen, mit der Geschichte zu brechen und ihren Versuch, es nach ihrem Belieben wieder gut zu machen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Nicht alle haben den gleichen kulturellen Hintergrund und es ist schlichtweg beleidigend und aufs Ärgste kulturimperialistisch zu erwarten, dass wir alle so handeln könnten, als ob es anders wäre. Also die Deutschen, die ihre Geschichte so wunderbar bearbeitet haben und deshalb nun so ein tolles Land sind, und die BritInnen, die der Kolonialgeschichte nach wie vor erlegen sind. Und damit ist auch der einzige Grund, den sie in dem offenen Brief liefert, eigentlich schon zusammengefasst. Und würde sie auch nur einen Moment darüber nachdenken, was für eine absurde Argumentation sich hier vorführt, würde sie merken, dass diese Differenzierung jeder anderen politischen Ansicht ihres Weltbildes widersprechen würde. Aber was tut man nicht alles, um Israel zu kritisieren? Und im Anschluss bezeichnet sie Gaza noch als Open Prison, also als Freiluftgefängnis, und fordert ein Ende der Besatzung Gazas, dass diese 2005 beendet wurde und das israelische Militär auch Siedlungen in Gaza geräumt hat, scheint an ihr ebenso vorbeigegangen zu sein, wie dass auch die Menschen in Gaza von einer Terrororganisation unterdrückt werden, die Pennys feministischen Ansprüchen wohl auch nicht gerecht werden dürfte. Aber wie auch bei Butler sehen wir an der Stelle, dass es letztlich doch nur darum geht, Juden zu kritisieren und ihre Vernichtung zu legitimieren. Begründet wird es ganz, und ich glaube, an der Stelle übertrifft sie sich auch selbst mit der Verfolgungsgeschichte ihrer jüdischen Familie, aus der heraus für sie die Verantwortung erwachse, sich für die unterdrückten PalästinenserInnen einzusetzen, ein Recht auf Boykott zu unterstützen. Ich komme an der Stelle nochmal auf dieses Barcamp zurück, wo ich am nächsten Tag meinen Vortrag gehalten habe. Die Organisatorinnen des Barcamps haben zu Beginn des Vortrages gesagt, man wolle keine Grundsatzdebatte über Israel. Trotzdem wurde in beeindruckender Menschenrechtsrhetorik erklärt, wieso Kritik an Israel richtig sei. Wieder gab es keine Auseinandersetzung mit Antisemitismus als Phänomen in feministischen Kontexten. Stattdessen wurden einzelne Punkte herausgezogen, was das Prinzip des Derailings, also der Ablenkung, wie aus dem Bilderbuch dargestellt hat. Niemand hat über Antisemitismus als Phänomen gesprochen. Stattdessen wurde doch wieder über Personen gesprochen, beziehungsweise anderen Personen das Recht abgesprochen, über Antisemitismus zu sprechen. Und selbstverständlich wurde da auch wieder die Dichotomie jüdisch-deutsch aufgemacht. Und in einem erwartungsvollen Fragezeichen verpackt, als müsse ich mich rechtfertigen, warum ich über Antisemitismus spreche.
Wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann würde es heißen, dass es gang und gäbe wäre, dass man referiert oder dass Referierende ein Selbstzeugnis ablegen müssen, bevor sie über ein Thema sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das tun bei queeren Menschen, dass sie sich als queer outen müssen, wenn sie über LGBT sprechen wollen. Aber die Linke scheint ihre politischen Grundsätze dann zu verraten, wenn sie in die Bedrulle gerät, sich von Antisemitismus freisprechen zu müssen. Und an der Stelle habe ich gesehen, wie es ist, wenn Solidaritäten wegbrechen, sobald das Wort Antisemitismus im Raum steht, wie Hass und Unbehagen entstehen und wie eine Community, die sonst immer auf einen gemeinsamen Kampf bedacht ist, zerbricht. Und es war keine leichte Erfahrung, das so zu erleben. Deshalb bleibe ich auch bei meiner Aussage vom Beginn dieses Abends. Feminismus ist ein Kampffeld. Und es geht nicht nur darum, feministische Stimmen hörbar zu machen oder für Rechte zu kämpfen oder patriarchale Zustände zu brechen. Es geht genauso darum, für einen Feminismus zu kämpfen, der es auch wert ist. Und in den letzten Monaten, das ist mein letzter Punkt, hat sich, glaube ich, der Umgang innerhalb feministischer Kreise stark verändert. Es geht mittlerweile, zumindest an einigen Punkten, doch darum, wie man sich zu Antisemitismus positioniert, auch wenn man das immer noch in Bezug auf Personen diskutiert. Aber trotzdem treffen Menschen mittlerweile die Entscheidung für oder gegen eine Debatte über Antisemitismus. Für mich hat die Entscheidung für diesen Diskurs bedeutet, dass ich die schlimmsten sexistischen Drohungen und Beleidigungen bekommen habe, die ich in meinem ganzen Dasein als feministische Bloggerin so erleben musste. Und das sind Dinge, die man nicht zur Seite schieben kann und die man nicht ausblenden kann, weil sie da sind und das Gefühl von Bedrohung bleibt. Aber gerade in Zeiten wie jetzt, in denen Menschen das Bedürfnis haben, ihren Hass zu äußern, brechen innerhalb einer feministischen Community Solidaritäten weg. Und ich habe diesen Text, der vorhin kurz angesprochen wurde, Schluss mit dem Kuschelfeminismus genannt, weil für mich einfach nicht mehr Feminismus als einziges ideologisches Bindeglied ausreicht in dieser Debatte. Und dafür brauchen wir auch keine Judith Butler und keine Lori Penny oder andere Apologetinnen antisemitischer Hetze. Und das auch nicht, wenn sie feministische Ikonen und Wegbereiterinnen sind. Umso schlimmer ist es, dass Judith Butler hier sprechen konnte, dass sie hier die Ehrenprofessur bekommen hat. Umso besser ist es aber, dass man sich damit auch auseinandersetzt. Ich bin mir zugleich auch sicher, dass gerade das der Punkt sein muss, feministische Theorie und Praxis durch radikale Selbstkritik zu verändern und auf mögliche Korrespondenz mit Antisemitismus zu untersuchen. Denn gerade da, wo Ikonen gestürzt werden, zeigt sich, was von Feminismus bleibt. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich enden möchte. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Applaus